Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns immer noch auf dem Date mit der schönen Theresa, die hier im Grün auf uns wartet. Das war spaßig. Ja, du hast mich abgezogen. Setz dich zu mir, Heinrich. Nur weil ich überladen bin. Aber das macht wohl nichts. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich fände es eigentlich cool, wenn ich Geld bekäme, aber bis jetzt habe ich noch nichts bekommen. Ach, es ist endloser Luxus. Geld, Bankette, wild gefüllt mit mehr Wild. Huhn gefüllt mit Fröschen. Ja, Frösche sind aber kein gar Wild. Im Vergleich und Huhn zu Fröschen gefüllt mit Huhn. Oder Ziege gefüllt mit... mit Schwein? Sie abwechseln, lachen, die Idioten. Jetzt hat er seinen Helm ausgezogen, auch zur Feier des Tages. Trotzdem kleiner Schmuddel. Oh, kommt jetzt zum ersten Kuss. Die romantische Musik und dieses verschmitzte Lächeln. Also dann. Oh ja, er hat wieder seinen Helm auf. Ach, Heinrich, so, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Nö. Ja. Theresa unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Ah, gut, wir sind wieder hier. Das ist sehr gut. Danke, dass ich mich direkt mit ihm hier reden. Ja, mache ich, Theresa. Ciao. Ich muss jetzt Geschäfte erledigen. Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Naja, es geht so. Eigentlich wollte ich ihm Sachen verkaufen. Kann ich was fragen? Er hat doch gesagt, ich kann mit meinem Hela-Scheiß zu ihm kommen. Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Rattay wird, wenn er herrscht. Kennst du Herrn Bernhard, den Hauptmann Ratheis? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Ich finde ihn auch okay. Ich verstehe nur nicht so ganz. Alles. Er hat mir doch mal gesagt, ich kann meine Hehlerware bei ihm verkaufen. Kannst du mir etwas über die anderen Müller? Es gibt ein paar. Erzähl mir ein wenig. Da gibt's nicht viel. Ich möchte noch einen Dieb. Also gut, komm hinter die Mühle. Verstehe nicht, was der Unterschied ist zwischen dem Diebstahl und der Übung Diebstahl. Aber die gibt's ja auch. Und vielleicht ist das eine neue Lektion irgendwie für uns. Hallo, Heinrich. Ja, ich war eben schon da. So. Dann leg mal los. Was soll ich tun? Ich bleibe hier stehen und tu so... Du musst die Börse richtig durchsuchen. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh, klau mir meinen Dolch. Okay, das ist genau die gleiche Scheiße, die ich schon gemacht habe. Braucht das schon ein paar Sekunden? Hab dich! Oh. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt. Man darf doch nicht übertreiben. Nochmal.
Nein, ich schaffe es nicht. Boah, das war richtig knapp. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Du musst die Börse richtig... Hast du etwas geflammt? Hab ich doch. Bist du behindert? Hab ich doch gerade gemacht. So ist das gut. Hab kaum gemerkt, dass du über am besten ein Betrunken... Danke, Peschek. Gern geschehen. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Gut, danke, Peschek. Mal mit Theresa reden, mal gucken, ob sie noch irgendwas zu sagen hat. Traurig aus. Was sitzt sie denn hier so alleine? Außerdem hat sie doch gesagt, sie muss dringend irgendwas machen. Wollen wir wieder spazieren gehen? Das würde ich gern, Heinrich. Aber jetzt nicht. Komm in ein paar Tagen wieder. Du musst einem Mädchen hin und wieder etwas Luft lassen. Na, ist ja gut. Ja, okay. Kann ich ihm jetzt meinen Hela-Scheiß verkaufen oder nicht? Ich bin doch nicht blöd. Der hat doch mal erzählt, dass ich gerne mit meinen Waren zu ihm kommen kann und ihm das verkaufen kann. Das verstehe ich nicht. Pack das mal hier in die Kiste. Oh nee, komm. Wir machen das in die andere Kiste, in die richtige. In unsere. Nicht, dass wir da nachher irgendwie Ärger bekommen. Oder die Sachen irgendwie weg sind oder keine Ahnung, was damit passieren könnte. Pack das hier in die Kiste. So. Hier habe ich nämlich auch dieses Knappenschwert, was ich nicht führen kann, ne? Agilität 7, die habe ich ja gar nicht. Oder habe ich die inzwischen? Das Schild ist auch recht schwer, was ich hier mit mir rumschleppe. Lass ich auch mal hier. Immer das Knappenschwert mit, vielleicht, Das kann ich eigentlich theoretisch auch in der Stadt verticken. Oh, 470 kostet das, habe ich in Rattai gestohlen. Oh. Den Rest kann ich theoretisch dort verticken. Habe ich das jetzt ausgezogen, die eine Geschichte, oder? Seht ihr, hier sehe ich jetzt, dass ich die Agilität nicht habe, die passende. Aber es ist trotzdem 27-27. Also es ist trotzdem eigentlich besser als die Axt. Obwohl ich damit nicht die richtigen Stats habe für das Schwert. Ah, dann verticke ich die Axt, was soll das? Ich muss aber irgendwie Agilität skillen. Ist ja nicht so ganz, wie ich das mache. So, jetzt möchte ich aber zurück in die Stadt. Und dort dann... Wartet mal, vielleicht kann ich mal die Schnellreise nutzen. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Funktioniert das denn überhaupt? Rattaier Mühle. Ach so, ich kann das einfach so machen. Ach, krass. Okay, das ist ja mega geil. Ich dachte, ich müsste zu diesem Schnellreisepunkt laufen und dann, okay, wieder was gelernt, Leute. Wieder was gelernt. Ich liebe Rattai, ne? Das Dorf hier, ich habe mich schon richtig dran verliebt und finde es echt super hier. So, hier verticke ich jetzt erstmal ein paar Sachen, Junge. Hoffe ich. Ich hoffe, dass er die Sachen nimmt. Gott sei mit dir. So, handeln will ich mit dir. So, will ich verkaufen. Erstmal werde ich hier meine Axt los. Boah, 245 ist das wert. Seht ihr, eigentlich macht das 48-48, aber jetzt nur 27-27, weil ich nicht genügend Agilität habe. Ich habe nämlich nur 3 Agilität. Ich muss mal schauen, wie ich irgendwie mehr Agilität bekomme. So, das stecken wir mal in den Warenkorb. Toll, der nimmt wirklich nur Waffen. Der Sack.
aber es gab auch einen Rüstungsschmied irgendwo. Das ist nur die Frage, wo war der? Ah, auch da unten. Rüstschmied. Dann gehe ich erstmal noch kurz zu dem. Ja, ja. Was kann ich für dich tun? Ich muss da überall mal einbrechen. Bitte, dann kann ich den ganzen Krempel auch klauen. So, bist du der Rüstschmied? Ich schütze dich, Heinrich. Ja, bist du. Glück und Gesundheit. Ja, ja. Du bist doch der eine Kerl. Der ist doch der von der einen Quest. So, wenn wir den ganzen Scheiß hier verticken, den ich nicht mehr brauche. Das ist gar nicht so schlecht hier, die Hose. Egal, verkaufen. Verkaufen. Mal, die rote Kapuzenschale ist besser als das Ding, was ich anhab. Wo hab ich das denn da nicht an? Warenkorb prüfen. 129, okay, dann feilsche ich noch ein bisschen mit ihm. Reden wir über den Preis. 150 hätte ich gerne. Mal gucken, ob ich ihn da direkt... mit verärgere. Du bist ein Knauser. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Um 140... Pech gehabt. Hä? Jetzt geht er in den ganzen Handel nicht ein, oder was? Will er jetzt gar nicht mehr mit mir handeln, oder wie ist das? Bisschen seltsam, dieses Handelssystem. So, alles bis auf diesen roten Kapuzenschal. Wenn er mir eine 125 geben, habe ich irgendwie weniger als eben? Keine Ahnung. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Ich glaube, er will mir jetzt weniger geben, nur dafür, weil ich es verkackt habe. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Schön, dass du da bist. Noch etwas weniger. Weil ich kann nur in Fünfer-Schritten gehen, das ist halt mega, mega blöd. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Ist das blöd, ey. Ist das blöd gemacht. Vor allen Dingen auch der Dialog dann, etwas weniger. Was mehr, etwas weniger, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Naja, egal. Wartet mal, ich muss mal hier die Rüstung anziehen, denn das Ding ist doch besser. Wieso habe ich denn das nicht an? Naja. Was hast du denn für schicke Hosen an, Junge? Wolfram Bruder, was bist du für ein Typ? Gott schütze dich! Ja, gleichfalls. Okay, der redet immer nur den gleichen Krempel. Okay, dann wollen wir endlich mal der Quest nachgehen und auf die Jagd gehen mit dem guten Hans. Das ist der gute Hans, der Arsch-Hans. So, das war ja hier oben. Ich muss mir dann echt mal Gedanken machen. Ich werde da off-cam mal durchgehen durch meine Charakterwerte und mir anschauen, welche Sets ich für sinnvoll erhalte und welche nicht. Denn ich habe ja inzwischen rausgefunden, dass es wohl wirklich so ist, dass wir mit dem Aufstieg der Hauptstufe einen Talentpunkt bekommen und den dann quasi frei verteilen können auf unsere Talente. Momentan habe ich das immer so ein bisschen rausgeschmissen. Talentpunkt, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlau. Glück und Gesundheit. Warte mal. Sollte ich überhaupt mit dir reden? Nee. Du bist ja gar nicht mein Questgeber.
Bin ich denn jetzt hingelaufen? Ich bin jetzt schon dran vorbei, ich Idiot. Ich muss ja zu Hans. Mein Gott, welche ganzen Gedanken. Hans, der ist ja hier vorne. So, wo ist denn Hans, der Sack? Hans ist gar nicht hier. Hunde für die Jagd? Aber wo ist Hans? Muss ich zu einer bestimmten Uhrzeit hier sein? Steht denn an der Quest? Triff dich mit Herrn Hans bei Sonnenaufgang. Ach so, ich bin wahrscheinlich zu spät. Okay, haben wir wieder das Problem. Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und warten. Ich könnte mich auch irgendwo hinlegen. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Hi. Ich versuch's mal auf diesem Bauernhof da draußen. Ich kann hier ja noch irgendwas klauen. Hm. Kann ich mich hier nämlich auch direkt hinlegen, nachdem ich alles geklaut habe. Und dann glücklich schlafen. Bei gepackten Taschen. Was zur Hölle war das? So, ich bin in einem privaten Bereich, hier darf ich nicht sein. Die Leute sind anwesend. Hey, ist da jemand? Nein, nein. Wir haben aber gar kein Bett hier. Geh mal hier hoch, vielleicht ist hier das Bett. Tatsache, hier schlafen die. Was passiert, wenn ich mich jetzt hier hinlege? Das wäre halt mega dreist, wenn ich jetzt hier einfach bei denen im Bett penne bis zum nächsten Morgen. Kann nur 6 Stunden schlafen? Das ist schlecht. Gott sei mit dir. Bist du taub? Ja, sorry, ich wollte mich nur ein bisschen kurz hinlegen hier. Ich wusste nicht, dass das ein Problem ist. Okay, dann können wir das jetzt nicht machen und müde bin ich scheinbar auch nicht. Ja, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wieder so eine Sache, die ich ein bisschen blöd finde, dass wir jetzt hier warten. Obwohl, warte mal, wie ist es denn, wenn ich warte? Warten geht. Ich bin halt echt müde, weil ich 17 Stunden warte. 17 Stunden am Stück dort stehen. Nee, müde bin ich ja nicht. Weil ich ja nur gewartet habe, aber ich habe halt echt Kohldampf. Dann werde ich wahrscheinlich wieder was essen und bin wahrscheinlich wieder vergiftet. Immer der ewige Kreislauf. So, jetzt habe ich echt Kohldampf. Das ist intuitiv immer die falsche Taste, die ich drücke. So. Frisch. Das Brot ist schon mal nicht mehr frisch, das kann ich verkaufen. Das Dörrfleisch, das ist noch frisch. Pilze geben auch Sattheit und sind auch noch frisch. Wurst ist nicht mehr frisch. Und dann habe ich nur noch das Trockenobst. Oh, ich muss bald echt mal schauen, dass ich mir neues Essen besorge. Denn der ganze Krempel, den ich jetzt dabei habe, der ist alles andere als frisch. Und da hole ich mir direkt eine Lebensmittelvergiftung, wenn ich mir das reinziehe. Gott sei mit dir, Heinrich. Brot ist eigentlich eine geile Sache. Brot macht echt richtig satt und schon nicht so teuer. So, und da ist der gute Hans. Sack. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Geil. Muss ich jetzt echt neben ihm laufen?
Da ist ja noch ein zweites Pferd. Hey, Hans, hier ist noch ein Pferd. Kann ich das nicht benutzen? Das ist dein Ernst? Ich muss ihm jetzt echt zu Fuß nachlaufen. Lächerlich, ey. Na okay, wenn er in dem Tempo reitet, ist es kein Problem. Schickes Schwert hat er. Wird ein bisschen komisch, dass es nur einen Typ Hund gibt irgendwie im ganzen Spiel. Alle haben hier diesen Wachhund. Im Galopp! Hiya! Spute dich, Schmied! Naja, halt bloß die Fresse. Hol ich dich da ganz schnell runter. Ich habe überhaupt keinen Bogen für die Jagd, fällt mir gerade so auf. Ich laufe hier nur mit meinem Schwert rum. Ah, es sieht schon echt schick aus, ne, mit dem Sonnenaufgang hier. Hör zu, Schmied, wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr? Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Willkommen, Heinrich. Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Ist er wirklich gar nicht so ein Arsch? Ist er vielleicht einfach nur sehr unreif und halt noch ein Kind, so gesehen? Säuft den ganzen Tag und... Saufen und Weiber, das waren ja so die zwei Themen, die ihn wohl ausgemacht haben. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, okay, ich nehme alles dich zurück. Vielleicht wieder mit? Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Okay, ich nehme alles zurück. Er ist doch ein Arschloch. Naja, aber wir erarbeiten uns unseren Ruf schon noch. Wir werden zwar nie zum Adel gehören, aber vielleicht werden wir bald ein Ritter. Wer weiß. Wer weiß, was die Geschichte noch so... Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlett fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein... Ich lauf hier mal schnell nach. Ich weiß nicht, ob es hier was zu entdecken gibt beim Unfallort. Ich will jetzt hier aber auch nicht das Gespräch abbrechen. So, erzähl weiter. Was war mit Scarlett? Rede. Okay, ich habe jetzt scheinbar den Dialog getötet. Oh, was ist da los? Ist das kein Bandit oder das ist ein Ritter? Schenkst du mir für einen Augenblick Gehör? Würde ich gerne. Sorry, Mann, sorry. Ach, guckt euch das an, Leute. Kann man da überall hin? Ich glaube, ja. Aber das ist wirklich die Weite des... Ja. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich jetzt hier den Dialog getötet habe. Redet nämlich jetzt nicht mehr mit mir. Na, sind so ein paar Kleinigkeiten noch im Spiel, die noch nicht so ganz ausgereift sind. Da muss ich euch halt hier eben unterhalten, Leute. Regnet es auch noch? Hat Theresa doch recht gehabt mit dem Wetter?
blauer Himmel, aber es regnet. Bisschen merkwürdig. Ich finde es echt scheiße, dass er jetzt hier den Dialog nicht mehr führt. Und ich hätte gerne mehr erfahren über Hans. Vielleicht sind das jetzt Sachen, die uns einfach verloren gehen. Nichts Wichtiges wahrscheinlich, aber ja, einfach so Kleinigkeiten, die, finde ich, das Spiel ausmachen. Die eine gute Geschichte vor allen Dingen ausmachen. Neuhof. Ich hoffe, hier bekomme ich eine Schnellreise hin, denn das ist schon weiter weg hier. Jetzt, wo ich aber weiß, dass die Schnellreise so gut funktioniert und ich einfach nur auf die Karte klicken muss und sage Schnellreise und man dann, klar, man braucht Verpflegung dann, weil man verliert, glaube ich, Sattheit und auch man Erholung, also man wird müde, aber theoretisch ist es möglich, an jeden Ort der Karte schnell zu reisen. Das heißt, ich kann auch die ganzen Nebenquests machen, die wir noch hatten. Ja, Schnellreiseort entdeckt. Sehr schön. Ich wette, ich habe den Dialog getötet. Normalerweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die ganze Zeit Ruhe ist und der nichts erzählt hätte. Boah, das ärgert mich so massiv, dass wir jetzt hier so viel Text wahrscheinlich verpassen. Kann ihn aber auch nicht ansprechen oder so. Ich hoffe die ganze Zeit, dass irgendein Triggerpunkt kommt, wo er wieder den neuen Dialog anfängt, aber es kommt irgendwie nicht. Der Regen hört auch nicht auf. Ah doch, es wird ein bisschen weniger jetzt, habe ich das Gefühl. So, sind wir mal langsam angekommen hier bei deinem Jagdplatz, oder? Ich meine, Wald haben wir doch hier genug. Müssen wir noch nicht ewig für reiten. Mein Kopf denn aus? Mein Kopf schwebt hier auf meinen Schultern. Okay, vielleicht liegt das auch an den Schattendetails, die ich ein bisschen runtergeschraubt habe. Wird eigentlich mal Zeit für eine neue Grafikkarte bei mir. Meine Grafikkarte ist jetzt schon 2 Jahre alt. Mein ganzer Rechner ist 2 Jahre alt. Ungefähr. Ja, doch, ungefähr. Ich glaube, im März oder so habe ich ihn geholt. Vor 2 Jahren. Haben wir ja jetzt. Und ich habe seitdem nichts mehr dran getan. Ist ein ziemliches Monster, muss man gestehen. Damals ziemlich das krasseste geholt, was es gab. Das Einzige, was es Besseres gab, war die Grafikkarte. Da habe ich eine GeForce 970 GTX, glaube ich, heißt das Ding. Und da gab es schon die 980, aber die hat direkt das Doppelte gekostet oder mehr als das Doppelte und ist halt nicht sehr viel, ist vielleicht irgendwie 10% schneller, aber für 100% Aufpreis sehe ich das irgendwie nicht ein. Aber so inzwischen, wenn ich mal vergleiche, was so im Moment auf dem Markt ist, im Vergleich zu meiner Grafikkarte ist das doch schon eine deutliche Steigerung und vor allen Dingen auch die Grafikkarten, die man schon so für 300, 400 Euro bekommt, ist das eine deutliche Steigerung. Die für 1000 Euro natürlich, klar, eine massive Steigerung, aber da ist halt immer die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Mit dem Rest bin ich eigentlich noch sehr zufrieden. Ich habe 32 GB Arbeitsspeicher. Jetzt ist nur die Frage, ich bin nicht so der Fan vom Aufrüsten, ehrlich gesagt. Weil ich immer das Gefühl habe, dass das Aufrüsten immer nur so eine momentane Sache ist und dann nach 2-3 Monaten das Ganze wieder langsamer wird. Ich bin dann eher ein Fan von Neukaufen und nur die Festplatten mitnehmen in das neue System. Denn wenn ich mein CPU neu hole, brauche ich eh ein neues Motherboard und auch einen neuen RAM. Und deswegen... So, ich denke mal, wir sind jetzt bald da. Wir sind jetzt hier in den Thalberger Wäldern. Das hat auch lang genug gedauert. Ich finde es echt mega schade, dass wir da scheinbar den Dialog abgebrochen haben, denn ich wette mal, er hätte die ganze Zeit uns irgendwie unterhalten. Ich glaube nicht, dass die Entwickler hier irgendwie so einen 10-minütigen Marsch gemacht hätten,
ohne ein Gespräch. Aber naja, wenn man es dann so scheiße programmiert, muss man auch irgendwie denen die Schuld geben. Es sind ein paar Sachen, die sind echt unschön. Auch wenn es alles in allem ein echt gutes Spiel ist. Die Zeit ist jetzt nämlich auch schon fast wieder rum für unsere Folge. Ich wäre gerne mit euch angekommen noch am Ort. Wie der Hase gerade gehüpft ist. Ischen, lauf doch mal hier von der Straße runter. Du merkst doch, dass wir hier laufen. Hüpf doch mal hier ins Gebüsch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 32 GB Arbeitsspeicher habe ich. Der ist eigentlich noch recht schnell. Den würde ich dann neu holen, wenn ich mir ein neues Mainboard hole und eine neue CPU. Das lohnt sich aber, glaube ich, zurzeit noch nicht. Da ist nicht so viel entwickelt worden in den 2 Jahren. Ich habe, glaube ich, die siebte... Ich habe ein i7, ein i7, Core i7 Intel-Prozessor. Ich glaube, der 7. Generation oder so. Und da gibt es noch nicht so viel Neues. Deswegen, die Grafikkarte ist das Einzige, was sich momentan lohnt. Grafikkarte kann man gut upgraden, ohne den Rest. Nur ist halt die Frage, ob sich das lohnt oder ob ich einfach noch ein Jahr warte und mir dann halt ein ganz neues System hole. Es wäre jetzt echt schön, wenn wir langsam mal ankommen würden, beziehungsweise wenn der Typ mit mir sprechen würde. Liebe Leute, ich will euch eigentlich nicht länger langweilen. Wir fangen hier an beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es hier auf die Jagd geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.